Und damit verabschieden wir uns hier aus Palma de Mallorca. Tag 7 geht zu Ende, Freundinnen und Freunde. Wir sind am Flughafen eingetroffen. Gleich geht der Vogel zurück in die Heimat. Aber wir wollen trotzdem auch diesen Tag, wie gewohnt, noch mal ganz kurz für euch Revue passieren lassen. So, wir müssen ein bisschen Platz machen hier, ja? Wir stehen hier mitten auf dem... So, junge Frau. Gut, Carsten, heute Morgen das am Platz, das obligatorische Fanfoto. Ja, die Fans haben Spalier gestanden, die Spieler kamen dazu. Es waren dann doch irgendwie auch die Woche über immer wieder mehr... Heute war's voll. Heute war's voll. Die Ultras sind da. Ja? Genau, etwa 50 an der Zahl. Sind eigentlich zum Testspiel gekommen, das jetzt ja nicht mehr stattfindet. Genau, ich hatte mal nachgefragt. Wir sagen, ja, shit happens, Malle ist geil, ja, machen wir ein bisschen Malle. So, also es ist weit entfernt, kann keiner was für, weit entfernt von dramatisch. Und dann wurde trainiert. Es gab heute eine Trainingseinheit und es war nicht mehr ganz so gelichtet wie gestern noch, der Kader. Es war wieder ein bisschen voller. Bisschen voller auf dem Platz. Gefehlt haben noch Philipp Bargfrede, Leo Bittencourt, Finn Bartels und jetzt hilft mir auf Ludwig Augustinsson. Muss man auch mal bei allen abwarten, ob die gegen Hannover spielen. Also ganz sicher nicht Bargfrede, ganz sicher auch nicht Augustinsson. Bartels, ja, vielleicht besteht wohl noch eine kleine Chance. Und bei Bittencourt ja auch wohl eher nicht. Da muss man tatsächlich erstmal den Blick Richtung Düsseldorf richten und fragen, wer kann da überhaupt? Und da sagt Flo Kofeld ganz klar, also bis Mittwoch müssen die schon dabei sein. Und in Sachen Ludwig Augustinsson, wenn der jetzt nicht in den nächsten Tagen so richtig Gas geben kann, so richtig voll drin ist, dann wird das halt auch nichts. Flo Kofeld, das Stichwort greife ich auf. Wir hatten die Gelegenheit, nach diesem Training mit dem Coach zu sprechen. Er hat einmal Bilanz gezogen. Und was hat er für eine Bilanz gezogen? War er denn zufrieden mit Malle? Eine Sowohl-als-auch-Bilanz. Eine Sowohl-als-auch. Wollen wir es mal so nennen. Ja, er war zufrieden. Er war zufrieden mit den Arbeitsumständen und er war auch zufrieden mit der Arbeitsintensität, wo wir ja so ein bisschen Zweifel hatten und gemurrt haben, Mensch, wieso denn? Wir haben mal gezweifelt zwischendurch. Ja, doch nicht ganz so viele Trainingseinheiten, wie man gedacht hat. Und dann sagt er, er konnte hier jetzt nicht normal verfahren, weil es ist ja nicht normal im Moment bei Werder und meint damit die personelle Situation mit den Herausforderungen, viele Spieler auf unterschiedlichem Niveau auf ein gleiches Fitnesslevel zu bringen. Da sagt er, das war eine der Herausforderungen des Trainingslagers und meint, das ist ihm ganz gut gelungen. Oder es ist nicht ihm, sondern das ist Werder ganz gut gelungen. Ja? Dass er sagt, die sind jetzt auch alle auf dem Stand und war auch mit der Einheit heute, der Abschlusseinheit, sehr zufrieden. Weil er gesagt hat, da war richtig Feuer drin. Natürlich, klar, aber haben auch vier Leute gefehlt, deren Namen ja nicht so unprominent sind. Wir hören vielleicht einmal kurz rein. Wir haben natürlich einen Ausschnitt da. Es war nicht optimal, keine Frage. Gerade Julia und Josh hätte ich gerne länger dabei gehabt im Training. Milord ist jetzt ein bisschen krank gewesen, das ist kein Problem, der ist eigentlich im Rhythmus. Aber das war natürlich nicht ganz das Optimale. Nichtsdestotrotz, es sind keine großen Dinge. Alle sind jetzt in der Lage, weitestgehend zumindest die Düsseldorf-Woche voll zu bestreiten. Und das ist auch was wir mitnehmen müssen. Ich sage nochmal, das ist eine schwierige Situation. Und es ist auch deshalb eine schwierige Situation, weil es halt nicht nur um den Tabellenplatz geht und die Punktzahl geht, sondern dass halt auch viele andere Faktoren überhaupt erst dazu geführt haben, dass das passiert. Sagt der Coach. Was er in der Printrunde, also in der Runde ohne elektronische Medien, wird ja immer getrennt, dass er weit davon entfernt sei, euphorisch zu sein jetzt. Er sieht Fortschritte im Zusammenspiel, er freut sich, dass Toprak und Moisander hier wirklich gut miteinander gearbeitet haben, dass Eggestein und Klaassen dabei waren, kleines Minus, Bittencourt hat er nicht ranbringen können, mit dem er auch noch so vielleicht den einen oder anderen Plan hat für die Rückrunde. Der könnte so aussehen, dass er ihn auf der 8 spielen lässt und Eggestein auf der 6. Ja, also alles Möglichkeiten, die für die Rückrunde in Frage kommen. Dann habe ich ihn noch gefragt, ich sage, Flo, immer wenn ein Vogel durch den Himmel geflogen ist, habe ich reingeguckt, ob denn irgendein neuer Spieler drin sitzt. Ja? Und, er hat keinen gesehen und ich habe ihn gefragt, wie sehr hat ihn das jetzt eigentlich frustriert, dass kein neuer Spieler nach Malle gekommen ist und das war die Antwort. Ich möchte jemanden haben, der so ein bisschen unbefleckt ist von der Situation vorher und der auch als Typ jemand ist, der sagt, so eine gewisse positive Arroganz ausstrahlt und sagt, jetzt komm, Jungs, wir sind doch gut. Was ist? Wir fahren jetzt dahin, wir spielen, wir kämpfen und wir gewinnen. Und diese drei Komponenten sind bislang noch nicht, zumindest nicht in der Geschwindigkeit, wie wir es wollten, zusammengekommen, dass wir hier einen Neuzugang präsentieren können. Weil da sage ich auch immer noch, und da bin ich mit Frank komplett einer Meinung, es macht gar keinen Sinn, jetzt eine dieser drei Sachen zu vernachlässigen, also finanziell ist eh nicht möglich, aber auch der anderen beiden Dinge, um dann nur um jemanden hier zu präsentieren und dann zu sagen, na gut, aber vielleicht hilft er uns dann doch nicht so richtig weiter. Dann haben wir die Patrone, die wir da haben,
definitiv falsch verschossen. So, und das war's dann auch mit dem Werder Bremen Trainingslager hier auf Malle, das Wintertrainingslager. 7 Tage sind vorbeigegangen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Uns hat Spaß gemacht. Uns hat Spaß gemacht. Zumal das Wetter meiste Zeit auch besser war als jetzt. Ne? Jetzt regnet's. Ja. Zum Abschied. Vielleicht weint der Himmel, dass Werder die Insel verlässt. Da können wir jetzt auch wieder abhauen, finde ich. Wir hauen jetzt ab. Also, alles nochmal zum Nachlesen, wie gewohnt, bei uns in der Deichstube. Und wir sehen und hören. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Tschüss.